Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, beraten dort den Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 5026, Archivgesetz NRW jetzt evaluieren und ein geordnetes Gesetzgebungsverfahren gewährleisten. Ich eröffne die Aussprache und für die antragstellende Fraktion spricht der Kollege Lamla. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer hier und zu Hause, schön, dass Sie da sind. Es geht heute um das Archivgesetz NRW. Das Archivgesetz NRW ist in der jetzigen... Haben Sie mitbekommen, ne? Das Archivgesetz NRW in der jetzt gültigen Fassung ist erst vor 4 Jahren hier im Landtag beschlossen worden. Es wurde damals allerdings ungewöhnlich kurz befristet. Das Gesetz trat am 1. Mai 2010 in Kraft und verliert bereits zum 30. September 2014 seine Gültigkeit. Diese kurze Befristung des Gesetzes hat einen Sinn. Man hat nämlich damals beim Archivgesetz in einigen Bereichen recht grundlegende Neuerungen eingebracht. Zum Beispiel hat man damals konkreter geregelt, wie elektronische Unterlagen in die Archive gelangen können. Man hat also Anpassungen an die aktuellen Gegebenheiten in den öffentlichen Verwaltungen vorgenommen, wo mittlerweile fast ausschließlich elektronisch gearbeitet wird. Ich möchte Sie auch an die Diskussion um die Übernahme der sogenannten unrechtmäßig gespeicherten Daten durch die Archive erinnern und an die unterschiedlichen Diskussionen über fachliche Standards, die zwar, und das ist das Problem, für das Landesarchiv NRW gelten, aber für die Kommunalarchive nicht, weil man damals scheinbar am Widerstand der kommunalen Spitzenverbände gescheitert ist. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, die 2010 bei den Beratungen dabei waren, es dürften vermutlich einige sein, erinnern sich, damals war von Anfang an klar, dass man die Neuerung des Archivgesetz NRW nach nicht allzu langer Zeit überprüfen sollte und gegebenenfalls nachbessern müsse. Wir sind jetzt in der Situation, dass dieses Archivgesetz in einigen Monaten ausläuft, wenn es nicht verlängert wird. Und ich habe mal nachgerechnet, die letzte Möglichkeit, das Gesetz hier im Landtag zu verabschieden, zu verlängern oder was auch immer wir damit machen wollen, wird das Plenum September sein, also kurz nach der Sommerpause. Und wenn wir also im Ausschuss in Ruhe und mit viel Zeit über dieses Archivgesetz sprechen wollen, wenn wir vielleicht sogar mit Fachleuten eine Anhörung machen wollen oder ein Expertengespräch durchführen wollen, dann sollten wir damit anfangen. Und zwar am besten jetzt. Wir haben halt eben noch andere Punkte auf der Tagesordnung im Ausschuss und eventuell könnte dann die Zeit dazu fehlen. Und da habe ich nämlich auch tatsächlich die Befürchtung, und da bin ich auch nicht der Einzige, der diese Befürchtung mit sich trägt, dass wir das einfach hier verschlafen und in ein paar Monaten ein wichtiges Gesetz zur Erhaltung des nordrhein-westfälischen Kulturgutes außer Kraft tritt. Und wie auch schon in der Vergangenheit fällt uns das erst dann auf, wenn es eigentlich zu spät ist. Und dann passiert, was auch in der Vergangenheit schon mal passiert ist, die Landesregierung legt dann einfach kurzerhand ein Entfristungsgesetz vor und der Drops ist gelutscht. Nun, dann bleibt uns halt eben nichts mehr übrig, als eben zähneknirschend diesem Entfristungsgesetz zuzustimmen, damit die Archive eine rechtliche Arbeitsgrundlage haben. Und das, so meinen wir, wäre der Sache nicht angemessen. Wir machen hier also deshalb heute die konkrete Aufforderung, die Landesregierung solle sofort mit der Evaluierung des Archivgesetzes beginnen, und zwar gemeinsam mit den kommunalen Partnern, damit es eben nicht wieder zu solchen Problemen kommt. Denn nur, wenn wir hier wissen, wo kommunal der Schuh drückt, können wir im Spätsommer vernünftig entscheiden. Und ich habe noch heute während der Sitzung erfahren, dass scheinbar im zuständigen Ministerium bereits Arbeiten aufgenommen worden sind an diesem Gesetz. Frau Ministerin, wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn Sie uns hier einen kleinen Einblick in den aktuellen Zwischenstand geben könnten. Und ich bitte Sie wirklich darum, stellen Sie sicher, dass hier ein ganz geordnetes Gesetzgebungsverfahren eingehalten wird und legen Sie dar, welchen Fahrplan die Landesregierung in Sachen Archivgesetz aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, das Archivgesetz NRW ist ein wichtiger Baustein der Gesetzgebung zum Schutz unseres kulturellen Erbes hier in NRW. Wir wollen nicht riskieren, dass die Archive in NRW ab Oktober ohne rechtliche Arbeitsgrundlage dastehen. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten. Stimmen Sie dem Antrag zu, es tut nicht weh. Und wenn Sie mir gleich vorwerfen, wir hätten das Ganze vielleicht auch mal im Ausschuss machen können oder so, muss ich Ihnen sagen, das Thema ist so wichtig, dass es tatsächlich die Aufmerksamkeit des Plenums verdient hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lamla.
Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Bialas. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße außerordentlich, dass das Thema auf der Tagesordnung des Plenums ist. Denn jeder Tag ist ein guter Tag, um über Kulturpolitik zu sprechen, auch wenn jetzt das Archivgesetz mit Sicherheit nicht das von der breiten Masse mit Spannung erwartete kulturpolitische Thema ist. Aber in der Tat, es ist nicht minder wichtig. Ich darf meinen geschätzten Kollegen Professor Dr. Dr. Sternberg zitieren. Er sagte anlässlich der 39. Kulturausschusssitzung der 14. Wahlperiode am 11.11. und nehmen Sie das Datum jetzt nicht mit Beginn Karneval in dieser Hinsicht, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Er sagte, es geht nicht nur um Aufbewahrungsstätten von Restbeständen, sondern um das Bergen von Potenzialen zur Korrektur eingefahrener Sichtweisen auf Geschichte. Potenzialen zur Korrektur eingefahrener Sichtweise. Wir wissen, wie bedeutsam und wichtig das ist. Diese Geisteshaltung betrachtet man Einzelpersonen, Institutionen, mitunter manchmal auch Parteien. Bereits in der damals geführten Debatte wurde darauf verwiesen, wie man mit dem damals neu geänderten Gesetz umzugehen hat, nämlich verabschieden, zeitlich befristen, Betrachtung der Anwendungspraxis, Führen von Gesprächen mit den verantwortlich Handelnden. Und interessant sind hier natürlich die Fragen, passen denn die Austauschformate zwischen den verschiedenen Stellen? Läuft es an diesen Schnittstellen reibungslos? Klappt die sichere Verwahrung auch des digitalen Archivgutes? Was geschieht und wie geschieht der Umgang mit personenbezogenen Daten und haben sich hier die Auflagen bewährt? Haben sich die Schutzfristen bewährt? Gibt es weitere Harmonisierungsnotwendigkeiten zwischen dem Informationsfreiheitsgesetz und dem Archivgesetz als Lex Specialis und? Also einige Fragen sind damals angesprochen worden. Diese gilt es heute ebenfalls neu zu beantworten. Und wir stehen nun also zeitlich wieder kurz vor der Einbringung einer Änderung des Archivgesetzes. Allein nur die Verlängerung ist ja hier bereits als Änderung zu sehen, da es ja sonst zum Ablauf des 30.09.2014 außer Kraft tritt. Es bietet sich daher also immer an, dass vor der Verlängerung auch das Gesetz in seiner beobachtbaren Realität einem Blick auf Praxistauglichkeit unterzogen wird. Das von den Piraten aber in ihrem Antrag in der Beschlussfassung unter Punkt 2.1 geforderte, ist völlig schlüssig, vollkommen richtig, braucht aber nicht mehr beschlossen zu werden, da die Forderung durch das Handeln des Ministeriums zeitlich längst überflüssig wurde. Auch gehen wir selbstverständlich davon aus, und die Erfahrung belegt diese gute Annahme, dass unsere Landesregierung stets geordnete Gesetzgebungsverfahren ermöglicht. Ich wusste, dass an dieser Stelle einige zumindest klatschen werden. Zur Evaluation wird die Landesregierung gleich sicherlich noch Ausführungen machen, ebenfalls zu dem Zeitplan. Es braucht also schlicht nicht beschlossen zu werden. Das Verfahren läuft und daher werden wir den Antrag ablehnen. Wohlweislich nicht das inhaltlich gute Ansinnen, nämlich sich weiterhin intensiv mit dem Archivgesetz zu beschäftigen. Da können Sie gewiss sein, das wird uns dieses Jahr bis September schon schwerpunktmäßig auch begleiten. Ich würde mich aber dennoch freuen, wenn Sie derartige Anträge hier ins Plenum bringen, aber nicht hier unmittelbar abstimmen lassen. Wir können hier darüber reden, danach verweisen an den Ausschuss, dann können wir da auch noch mal intensiver drüber reden. Aber selbstverständlich, das nehmen wir ebenfalls mit, werden wir das Thema auf die Tagesordnung einer der nächsten Ausschusssitzungen selbstverständlich setzen, um hierüber zu berichten, aber auch natürlich darüber zu diskutieren. Auch bei der Einbringung des Änderungsantrages, also selbst da sind wir in dem Gesetzgebungsverfahren, allein wenn wir eben die Frist verlängern, haben Sie ja ebenfalls Möglichkeiten, sich dort entsprechend einzubringen, beispielsweise mit einer Anhörung. Und ich erinnere mich da gerne an das Pflichtexemplargesetz. Diese Anhörung war mit Sicherheit eine Bereicherung, nicht nur für das Gesetzgebungsverfahren, sondern ebenfalls inhaltlich und intellektuell. Also, wie gesagt, es wird einzuplanen sein, dass das Gesetz zeitgerecht in Kraft tritt. Ich wünsche uns für diese Debatte viel Spaß.
Vielen Dank, Herr Kollege Vianas. Für die CDU-Fraktion spricht als nächster der Kollege Professor Dr. Dr. Sternberg. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich fange mal anders an. Am 28. November letzten Jahres, also vom Vierteljahr, brachte die Neue Züricher Zeitung einen Artikel über das neue Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Nicht zu den Skandalen des BLB, die zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss geführt haben, sondern er lobte das außergewöhnliche Gebäude. Zwar heißt es da, Duisburgs Innenhafen galt in den 90er Jahren noch als Bronze der Industriestadt. Seither ist es ein neues Quartier geworden. Sein Leuchtturm ist ein zum Landesarchiv umgebautes und erweitertes altes Speichergebäude. Auf der Vorzeigemeile sei ein ebenso stimmiges wie monumentales Ensemble entstanden. So die Neue Züricher Zeitung. Ja, meine Damen und Herren, ich will die Probleme der Bauabwicklung des Archivs gar nicht schönreden, aber es war und bleibt richtig, dass das Landesarchiv nicht irgendeinen banalen Ort bekommt, sondern als große, wichtige Landesaufgabe auch in dieser Wichtigkeit ein repräsentatives Gebäude bekommt. Warum sage ich das hier? Archivthemen sind nicht nebensächlich. Archivthemen sind nicht nebensächlich. Ministerpräsident Rüttgers war der erste Ministerpräsident, der in diesem Haus in einer Regierungserklärung überhaupt auf das Archivwesen eingegangen ist. Es hat damals viele überrascht. Und nach 2005 war das Thema Archiv eine wichtige landespolitische Aufgabe. Es war sogar Chefsache. Und in der Folge gab es Sonderprogramme für Restauration, für Papierentsäuerung und vieles mehr. Meine Damen und Herren, die Archive arbeiten normalerweise still und effizient. Und besonders zum Thema digitales Archivgut, Digitalisierung, womit wir uns ja morgen nochmal beschäftigen sollen, ist sehr viel passiert in den Archiven. Wie leistungsstark sie sind, das hat sich nicht zuletzt darin gezeigt, wie sie mit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs umgegangen sind, wo heute noch Dokumente gefriergetrocknet werden, zwischengelagert, archiviert, aufgearbeitet. Auch das zwischen 2008 und 2010 entwickelte Archivgesetz gehört zu diesen wichtigen Aktivitäten der Regierungszeit Rüttgers. Am 16. März 2010 haben wir hier das beschlossen. Der letzte Paragraph, Paragraph 13, lautet: Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2010 ins Kraft. Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 30. September 2014 außer Kraft. Im Entwurf war von 5 Jahren die Rede, vom 1.10. bis zum 31.12.14. Das wären die genauen 5 Jahre, die normalen gewesen. Dann heißt es aber in dem Änderungsblatt: Das neue Datum der Inkraftsetzung ist Folge der Verzögerung im gesetzgeberischen Verfahren. Der neue Befristungsdatum verkürzt den üblichen Befristungszeitraum von 5 Jahren, um den Verlauf der parlamentarischen Beratungen nicht durch das Ende der Legislaturperiode zu behindern. Das waren damals diese Vorstellungen. Meine Damen und Herren, wir sind grundsätzlich für die Evaluation von Gesetzen. Im Gegensatz offensichtlich zur Regierung, die im Moment reihenweise Befristungen aufhebt, um ihrer Berichtspflicht an das Parlament nicht nachkommen zu müssen, oder indem es einfach gar keinen Bericht vorliegt, wie zum Beispiel im Fall des Hochschulfreiheitsgesetzes, wo wir bis heute auf einen Bericht warten. Meine Damen und Herren, es heißt hier im Kommentar, Zitat: Das neue Gesetz tritt außer Kraft, wenn seine Gültigkeit nicht verlängert wird. Das heißt, der Antrag der Piraten erinnert nur an eine Aufgabe, die wir sowieso in diesem Jahr zu leisten haben. Wir müssen in jedem Fall verlängern oder was Neues machen. Nun ist das Archivgesetz ein gutes Gesetz, das sich in der Praxis bewährt hat. Ich erinnere mich an außerordentlich intensive Debatten und sehr schwierige Lösungen zum Datenschutzproblem. Die sind übrigens keineswegs einfach. Bei der Übernahme von Krankenakten in die Archive zum Beispiel, ein ganz großes, schweres Problem. Und ich glaube, wir haben das in einer Weise gelöst, mit der alle Beteiligten gut leben können. Wir haben zumindest damals Zustimmung von vielen Seiten bekommen. Wir haben das, glaube ich, fast konsensual durchgekriegt, dieses Gesetz. Es gab allerdings auch 2, 3 offene Streitpunkte. Ob die allerdings zu einer völlig neuen Debatte führen, das müsste man zumindest in Frage stellen. Einer von den Streitpunkten ist die Zulassung des Verkaufs von Archivgut in kommunalen Archiven. Ich habe noch mal nachgelesen in den Unterlagen der damaligen Anhörung. Herr Menzel vom Städte- und Gemeindebund vertrat damals vehement die Auffassung, dass die Kommunen in Fällen von Archivgut, das nicht aus Verwaltungshandeln stammt, ihre Regelung selber treffen können müssten. Er meinte damals, hier stünden letztlich die Fachinteressen der Archivare gegen die Gestaltungsfreiheit der Kommunen. Und er hat damals auch noch darauf hingewiesen, dass es nun deutlich was anderes wäre als bei Kunstwerken, die ja nun wirklich nicht verkauft werden sollen aus städtischem Kunstbesitz. Das ist hier nochmal was anderes. Und er meinte, das müsse hier auch in einem Vertragswege derer gelöst werden, die zum Beispiel einen Nachlass oder eine Schenkung an ein kommunales Archiv machen. Meine Damen und Herren,
Es handelt sich also nicht um eine Parallele zu Kunstwerken im öffentlichen Besitz und die Übereinkommen, solche nur mit anderen Museen zu tauschen, aber eben nicht zu verkaufen. Das ist übrigens ein Prinzip, an dem ich bei dieser Gelegenheit auch einmal den Finanzminister hinweisen möchte, im Blick auf die Kunstbestände und die Kunstschätze der alten West-LB, von der ich auch der Meinung bin, dass sie nicht in die Finanzmasse gehören. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ihrem Antrag werden wir zustimmen können. Der Gesetzgeber muss sich sowieso damit befassen. Auch wenn das Ergebnis sein sollte, dass wir dem Parlament oder dass die Regierung dem Parlament die Weitergeltung des bestehenden Gesetzes empfiehlt, was angesichts eines guten Gesetzes auch nicht das Schlechteste wäre. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Grüne Landtagsfraktion spricht jetzt Herr Kollege Keimnis. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich will es ganz kurz machen. Wir haben ja schon gehört, dass die Regierung die Arbeit schon leistet, zu der Antrag auffordert. Der Antrag ist ja auch nicht als Diskussionsanstoß gedacht, sondern als zur direkten Abstimmung gestellt. Und mich hat ehrlich gesagt im Antrag nicht das inhaltliche Ansinnen gestört, sondern die Formulierung. Hier im Hohen Hause wird nichts durchgepeitscht. Hier werden dauernd Anhörungen durchgeführt. Hier wird miteinander diskutiert. Hier wird lange beraten. Manchen übrigens außerhalb des Parlaments dauert das zu lang. Also, das stimmt schon nicht. Und zweitens, hier droht auch nichts wegzubrechen. Und deshalb können wir es kurz machen. Ich sage dem Antrag einfach voraus, dass er ganz piratengerecht mit Mehrheit versenkt wird. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Keimnis. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Schmitz. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, für den hier zu beratenden Antrag der Piratenfraktion danke ich den Antragstellern. Das Archivgesetz Nordrhein-Westfalen ist eine wichtige kulturpolitische Norm. Im Kern geht es dabei um die Sicherung von öffentlichem Archivgut sowie von Archivgut, an dem ein öffentliches Interesse besteht. Die damalige Landesregierung aus CDU und FDP hatte mit der seinerzeitigen Novellierung des Archivgesetzes wichtige Weichenstellungen dafür vorgenommen. Sie hat damit nicht nur die effektive und verlässliche Aufbewahrung von für die Öffentlichkeit relevantem Material optimiert, sie hat auch zur Bewahrung von Kulturgut für die nachfolgenden Generationen beigetragen. Die damaligen Oppositionsfraktionen hatten sich ebenfalls konstruktiv in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Am Ende des Verfahrens hatte die SPD der Novellierung gemeinsam mit CDU und FDP zugestimmt. So wurde diese wichtige Norm von einer breiten parlamentarischen Mehrheit getragen. Das war seinerzeit allerdings auch deshalb möglich, weil zuvor eine eingehende öffentliche und parlamentarische Debatte stattfinden konnte. Solch eine Debatte benötigen wir eben auch jetzt wieder. Die FDP-Fraktion wird sich daran ebenfalls konstruktiv beteiligen. Das bedingt allerdings, dass die Landesregierung ein entsprechendes Verfahren rasch einleitet. Denn Bestandteil der damaligen Novellierungen, wir haben es bereits gehört, war eine erneute Befristung des Archivgesetzes. Wie bei vielen anderen Gesetzen war und ist die Befristung aus grundsätzlichen Erwägungen richtig. Sie erfordert allerdings eben auch, dass frühzeitig über die Weiterentwicklung der Norm gesprochen wird. Das Archivgesetz ist zu wichtig, als dass wir es im September unter Torschlusspanik durch den Landtag jagen. Im ersten Schritt sollte die Landesregierung daher in der Tat eine Evaluierung einleiten. Denn bereits bei der eben genannten Novellierung im Jahr 2010 ergaben sich diverse Punkte, die beobachtet und möglicherweise in Zukunft angepasst werden sollten. Einige davon bezogen sich auf das Verhältnis des Landesarchivs zu den kommunalen Archiven sowie auf Unterschiede bei deren Rechten und Pflichten. Nicht zuletzt deshalb ist die Anregung der Piraten richtig, die kommunalen Spitzenverbände bzw. die Vertreter der kommunalen Archive müssen frühzeitig in einen Evaluierungsprozess eingebunden werden.
Darüber hinaus wurde beim kritischen Punkt des Umgangs mit personenbezogenen Daten auf die Evaluierung bzw. Änderung des Landesdatenschutzgesetzes abgestellt. Eine entsprechende Analyse und ein Bericht der Landesregierung an den Ausschuss für Kultur und Medien sind daher sehr wohl angebracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vermutlich wäre die Aufnahme eines entsprechenden Punktes in die Tagesordnung des Kulturausschusses für das unterstützenswerte Anliegen der Piratenfraktion ausreichend gewesen. Allerdings ist eine öffentliche parlamentarische Debatte durchaus ein guter Startpunkt für eine Befassung des Landtages mit dem Archivgesetz. Sollte dieser Antrag eine Mehrheit finden, geht die FDP-Fraktion davon aus, dass in der nächsten Ausschusssitzung im März ein erster entsprechender Bericht der Landesregierung erfolgt. Die Zeit bis dahin steht der Landesregierung dann bereits für die Einleitung der heute diskutierten Evaluierung zur Verfügung. Unabhängig davon wird sich der Kulturausschuss mit dem Zeitplan zur Überprüfung des Archivgesetzes in seiner nächsten Sitzung auseinandersetzen müssen. Der hier und heute diskutierte Antrag ist daher berechtigt und begrüßenswert. Die FDP-Fraktion stimmt ihm zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmitz. Für die Landesregierung spricht jetzt Frau Ministerin Schäfer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht eines vorab sei angemerkt zum Archivgesetz Nordrhein-Westfalens. Es ist in der Tat modern und vorbildhaft. Da kann ich die Aussagen von Herrn Professor Sternberg nur unterstreichen. Denn es wird inzwischen auch bei der Novellierung von Archivgesetzen anderer Bundesländer herangezogen. Und ich denke mal, ich kann an dieser Stelle auch sagen, dass wir natürlich ausreichend Zeit haben werden, auch bis zum September ein ordentliches Beratungsverfahren durchzuführen. Denn hier ist in der Tat, und das hat Kollege Kaimis gesagt, gar keine Notwendigkeit, irgendetwas durch den Landtag zu peitschen, wie es der Antrag der Piraten vielleicht uns glauben machen möchte. Also, es hat alles seine Ordnung, es hat alles seine Zeit und die Landesregierung ist auch in der Tat schon längst tätig geworden. Natürlich sind wir seit Herbst letzten Jahres dabei, keine Evaluierung zu machen. Ich will dieses Wort gar nicht benutzen, weil in dem Gesetzentwurf gar keine Evaluierung vorgesehen ist. Aber natürlich überprüfen wir die Dinge, die seinerzeit bei Inkrafttreten des Gesetzes auch schon als Diskussionspunkte verabredet worden sind. Und da sind wir dabei, mit den Landschaftsverbänden, mit den Kommunen, mit dem Landesarchiv Fragen abzuklären und zu überlegen, an welchen Stellen man hier vielleicht bei diesem wirklich guten Gesetz noch etwas verändern solle. Insofern würde ich mal sagen, Entwarnung hier, ein Bild zu vermitteln, dass etwas durchgepeitscht werden muss, das geht seinen ganz ordentlichen Gang und es gibt auch gar keine Aufregung bei diesem Thema, weil es wirklich ein gutes Gesetz ist. Einen Punkt möchte ich allerdings doch noch mal ansprechen, weil Herr Professor Sternberg hier noch mal auf das Landesarchiv abgehoben hat. In der Tat, Herr Professor Sternberg, sind die Archive die Gedächtnisse unseres Landes. Und sie bewahren unser historisches Erbe. Sie sind Institutionen der Rechtssicherung und des Rechtsschutzes. Sie schaffen Transparenz und übernehmen damit eine wichtige demokratische Kontrollfunktion. Sie stiften damit auch Geschichtsbewusstsein, Identifikation und Orientierung. Natürlich wollen wir für Archive auch ordentliche Unterbringungen haben. Und sie sollen auch in vernünftigen Gebäuden sein. Herr Professor Sternberg, nur dieses Archiv in Duisburg, was unter schwarz-gelber Landesregierung beschlossen wurde, sollte ursprünglich 30 Millionen Euro kosten und ist dann im Endausbau auf ein Kostenvolumen von 190 Millionen Euro angestiegen. Und da sage ich Ihnen ganz einfach, da würde ich erwarten, dass man mit dem Geld der Steuerzahler etwas sorgfältiger umgeht und nicht ein solches Kostenvolumen produziert. Natürlich freuen wir uns über repräsentative Bauten in Nordrhein-Westfalen. Aber Herr Professor Sternberg, wenn man ein Archiv baut, bei dem man eine gewisse Standfestigkeit braucht, bei dem man bestimmte Lagerungsbedingungen braucht, dann baut man das nicht in einen Hafen, in dem es eher feucht ist, in dem auch Wasser ist. Das kann Ihnen eigentlich jeder von vornherein sagen. Also da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, wobei ich die architektonische Leistung der Architekten, die dieses Archiv gebaut haben, schlecht würdigen möchte. Also das will ich noch mal deutlich sagen an der Stelle. Insofern
Ich gehe davon aus, nochmal an die Adresse der Piraten, dass wir Mitte März mit dem Gesetzgebungsverfahren, mit dem Beratungsverfahren anfangen können, sodass auch für alle Anhörungen entsprechend Zeit ist und jeder entsprechend auch mitberaten kann und wir noch mal deutlich machen können, was für ein gutes Archivgesetz wir in Nordrhein-Westfalen haben, das vielleicht an dem einen oder anderen Punkt noch nachgebessert werden muss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schäfer. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir sind am Schluss der Debatte und stimmen ab. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wir stimmen somit direkt über den Inhalt des Antrags Drucksache 20026 ab. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? Die Piratenfraktion, die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Dass sich niemand, den Fraktionskollegen, fraktionslosen Kollegen Stein hat zugestimmt, ja? Okay, vielen Dank. Damit ist der Antrag Drucksache 20026 mit Mehrheit abgelehnt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, die Fragestunde. Mit Drucksache 20.